Hallo liebe Masters-Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich hatte ja jetzt den Triklops vor einiger Zeit reviewed und da ist mir eine Idee gekommen. Und zwar haben wir ja noch den New Eternia He-Man. Ich will jedes Mal Anti-Eternia He-Man sagen, aber nein, es ist der New Eternia He-Man. Und da haben wir ja diesen Wechselkopf dabei. Und da ich meinen He-Man auch gerne mit diesem Kopf hinstellen würde, habe ich mir gedacht, dass man aus den Triklops einfach auch einen He-Man machen kann. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich werde jetzt meinen He-Man umziehen, beziehungsweise meinen Triklops umziehen und ihn dann den Kopf von He-Man aufsetzen und dann schauen wir mal, ob er als He-Man taugt. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt einfach mal von dem Anti-Eternia He-Man den Kopf rausgenommen. Ja, hier ist unser Triklops. Den werde ich jetzt erstmal umziehen. Erstmal das Schwert aus der Hand. Dann diesen Kopf ab. Flupp. Dann machen wir hinten diesen Nupsi auf. Wie gesagt, das Umziehen der Figur geht eigentlich relativ einfach. Brustpanzer weg. Zack. Ziehen wir noch sein Kleid aus. Die, 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 die. Ja. So. Ich überlege gerade, ob ich ihn den Brustpanzer vom Triklops drauf mache. Ich denke mal schon. Halt, wir müssen erst hier durch. Und über das Kugelgelenk. Zack. So. Kopf drauf. Es geht bei dem etwas schwierig. Mal gucken. Okay, er sitzt drauf. Dann kriegt er noch sein Schwert in die Hand. Ja, das geht immer etwas schwieriger bei den Revelations-Figuren, aber es geht. Und schon haben wir einen He-Man mit Triklops-Rüstung. Wie gesagt, der Körper ist ja eh derselbe. Die Modellage von den Lendenschurzen auch. Ja, und jetzt hat er noch eine neue Rüstung, sag ich mal. Ich finde es eine sehr schöne Idee. Von der Farbe her passt es nicht 100%, aber das passt es ja bei den normalen Revelation He-Man auch nicht. Also von daher, ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ich stelle jetzt nochmal den Anti-Eternia He-Man, den New Eternia He-Man daneben und noch den normalen Revelations He-Man. Dann können wir mal vergleichen. So, nun haben wir mal alle drei He-Mans nebeneinander. Das ist der normale Revelations He-Man. Wie gesagt, von der Hautfarbe ist da viel zu hell. Finde ich jetzt persönlich. Das ist jetzt mein Triklops als Siemen verwandelt. Ja, das Gesicht. Ja, finde ich jetzt auch nicht so besonders, aber passt schon. Und die Haare finde ich halt besser, weil die halt etwas dunkler sind und nicht so gelb wie die. Das gefällt mir ganz gut. Ja, und hier habe ich noch den New Eternia He-Man. Wie gesagt, mit seiner Rüstung. Man kann ihn übrigens auch noch in einen klassischen He-Man verwandeln, indem man einfach den Kopf wieder darauf setzt und auch seine Schulterpolster abmacht. Dann sieht er auch wieder aus wie He-Man, wie der normale He-Man. Ja, das Schwert ist jetzt etwas krumm. Das hatte ich nochmal aus der Box genommen. Naja, egal. Mit einem Heißluftföhn oder warmem Wasser. Plumps. Da liegt er. Wie gesagt, die Figuren haben einen schlechten Stand, finde ich. Man muss sie erst mehrmals hin und her positionieren, aber wenn sie da einmal stehen, dann stehen sie. Ja, welcher von den drei He-Man-Varianten gefällt euch denn am besten? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Also dann, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.